Hallihallo und natürlich auch ein herzlich willkommen zu einer weiteren Folge und ich mag Let's Play, der Aufstieg Ravens dann. Ja, wir haben in der vergangenen Folge ein bisschen den Trading-Bereich gestaltet. Also die von beiden Räumen, die wir jetzt aktuell haben, das obere Stockwerk, wenn man das Stockwerk nennen kann, sagen wir die obere Plattform. Und ich habe mir gedacht, dass wir dann heute vielleicht, ihr seht es ja schon an dem Kram, den ich hier stehen habe, ja, das andere Türmchen, so ein ganz kleines bisschen einrichten. Jetzt natürlich die Frage, wie. Also, ich finde ja die Doppelstockbetten aus dem anderen Turm sehr schön. Vielleicht setzen wir da sogar noch zwei hin. Also hier ein Doppelstockbett und da ein Doppelstockbett. Passt eigentlich wunderbar. Und hier oben haben wir so viele Nischen. Entweder setzen wir da einen Schrank rein oder einfach Doppelbetten. Ja, da knarscht der Stuhl wieder wunderbar. Ja, das ist jetzt halt wirklich die Frage. Wir können natürlich wirklich einen Schrank da reinzimmern. Ich glaube, dass da so ein Doppelbett gar nicht so schlecht ist und dann da ein Schrank. Oder? Einfach da so einen Schrank in die Nische stellen? Und dann da meinetwegen auch nochmal ein Doppelbett? Entweder Doppelbett hier und da ein Schrank. Oder Doppelbett da und hier ein Schrank. Puh, gar nicht so einfach. Aber ich würde sagen, wir holen sich einmal ein bisschen Material. Moment, was ist denn der Schwierigkeitsgrad überhaupt? Aha, wunderbar. So wie er sein soll. Okay, also ein bisschen Wolle. Wir brauchen Wolle für, beziehungsweise wie viele Betten brauchen wir allgemein? 2, 4, 8 Betten. Ja, 8 Betten wieder. Wenn wir da wirklich Doppelbetten draus machen wollen oben. Und unten die Doppelstockbetten. Aber ich denke, ja, ist schon sinnvoll. Eigentlich sind es dann genau genommen immer noch viel, viel, viel zu wenig Betten in den Gebäuden, falls die Stadt angegriffen werden würde. Aber dann kann man notfalls auch noch ein paar Zelte oder sowas hier in den Festungshof reinbauen. So, was haben wir denn für Farben? Wir können wieder ein bisschen rosa nehmen. Warte mal, wie viele? Was habe ich gesagt? Wie viel brauchen wir? 2, 4, 6, 8 Betten, genau. 2, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 6. Und 1, 2, 3. 1, 2, 3. 8. Ja. Wunderbar, natürlich dürfen dann die Banner nicht fehlen. Das heißt, ich brauche jetzt wieder zwei braune Banners. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ach nee, warte mal, dann brauche ich ja 12 dafür. Stimmt, dabei was. Wo habe ich jetzt die Dinger hingeschmissen? Moment. Ah, wenn ich mal hier bin, dann kann ich auch gleich direkt ein bisschen Holz mitnehmen. Ha, schön. Ein paar Türen, eine Falltür. Die Dinger lassen wir erstmal da. Das brauchen wir, das brauchen wir, das brauchen wir. Und das auch. Ja. Das sollte dann erst einmal aus und reichen. Und dann gucken wir erstmal, wie weit wir kommen. Ja, genau. Ich schnappe mir nochmal fix das eine. Den einen Vorhang, damit wir die nochmal neue Bast. Oh. Da habe ich wohl ein bisschen was vergessen. Egal. Ich brauche das Glück jetzt gerade sowieso. Damit ich mir ein paar braune Banner bauen kann. Beziehungsweise zwei braune Banner. So, komm, noch ein bisschen. Ach, ernsthaft, da fehlt einer. Ich will doch bloß mal einen haben. Einen einzigen. Ich habe jetzt eigentlich so viel hier. An wen oder an was will ich das denn verfüttern? Hm? Können wir aber auch einen Keks backen. Ich weiß gar nicht mehr, wie man Kekse backt, ganz ehrlich. Ich habe mich wirklich völlig vergessen, ich weiß es echt nicht. Halt. Ich wollte erstmal. Wobei, ich kann ja erstmal die Wolle hier färben. Komm hoch damit. Ja, vielleicht sollte man noch erstmal eine braune Farbe herstellen. So. Ja, genau.
Ich sag. Was war mit dem letzten Böhnchen? Was guckt ihr eigentlich? Ihr mögt das nicht. Mann. Die gucken ja alle so gierig. Ja, komm. Gib dich Brutzelbohnen. Ach ja, das ist ja das. Warum kann das da nicht einfach drauf verbrennen? Das ist doch ärgerlich. Gut, dann tue ich mein Ding da rein. So. Einfach in die erstbeste Kiste. Na gut, die wären eigentlich hier gewesen. Egal. So, dann brauchen wir mal eben das kleine Banner. Von hier. Eins von den beiden, damit ich die nochmal. Ach, ich habe die Stöcke vergessen, ne? Ja. Damit ich mal eben kopieren kann. Dann brauchen wir die hellgraue Farbe nicht. So, noch ein paar Stöcke mit. Um genau zu sein. Zwei. Ja, ich nehme gleich wieder einen ganzen Stack mit, den wir unten drin liegen haben. Müssen wir eigentlich noch genug haben. Sehr gut. Und dann kümmern wir uns jetzt gleich um die Einrichtung von dem nächsten Türmchen. Mal gucken, wie weit wir da heute kommen. Stöcke. Die haben wir hier. Einen ganzen Steak. Wunderbar. Dann brauche ich nochmal eine Werkbank, damit ich die, die Banner basteln kann. Zack. Dankeschön. Und jetzt war das. So, genau. Sehr gut. Jetzt darfst du deinen Banner wieder haben und die anderen beiden. Nämlich mit nach drüben. Zu den zukünftigen Doppelstockbetten. Ja, ja, ich weiß. Du hast immer noch keinen Stall, ne? Es tut mir leid. Wobei es natürlich die Frage ist, will möchte Lagerte hier auf der Festung bleiben oder soll sie wieder zurück? Zum. Also eigentlich gehört sie ja sogar zum, zum Steinbruch. Ja, Lagerte, eigentlich bist du der Steinbruch-Maultier. Dass du gerade hier bleiben darfst, ist eine riesengroße Ehre für dich. Ja. Warum guckst du mich jetzt mit deinem Hinterteil an? Na ja, gut. Mach du, wie du meinst. Ich kümmere mich hier um den Turm. Sehr fein. Und dann kann man bei Zeiten dann noch endlich mal anfangen, das wunderbare Torhaus einzurichten. Das wird sowieso nicht lange dauern. Okay, das habe ich letztendlich auch zu den Türmchen hier gesagt. Ne? Da war ja was. Naja, also eigentlich sollte das Torhaus wirklich nicht so lange dauern, weil das nicht viel eingerichtet werden kann. Huch. So, einmal rosa, einmal weiß, einmal blö und einmal grün. So. Gut, dann hätten wir schon mal die Betten. Ich glaube, rosa würde ich oben hinsetzen. Ja, machen wir es vielleicht doch dahin. Da kommt da hinten in die Ecke der Schrank. Ja, doch, doch, doch. Okay, jetzt haben wir rosa hier oben. Und was kann man zu rosa noch dazu setzen? Ja, wobei hellblau irgendwie ein bisschen seltsam ist, oder? Aber tatsächlich geht's sogar. Ja, gut. Dann haben wir rosa und hellblau hier oben. Oder rosa und weiß. Wir können natürlich auch sagen, wir machen rosa und grün hier oben hin. Ja, machen wir rosa und grün. Und dann komme ich hier unten zwei blaue Betten hin und zwei weiße. Schön über meinen Kopf. Und hier dann auch nochmal eins dran. Komm, dein Bett. Dankeschön. Gut. Und das andere Bett. Ich dann hier. Zack. Und. Na ja, komm. Muss ja wieder weg. Dabei was. So. Und so. Sehr gut. Ja, fein.
Schon fertig eigentlich, ne? Ja, tatsächlich, wenn man sich so die Nacht anguckt. Gut, dass ich die Betten gesetzt habe. Kann man gleich direkt schlafen gehen. Und was trinken bei der Gelegenheit. Also, wenn das so weitergeht, schmeiße ich den Stuhl in die Tonne. Das ist doch schlimm. So, ich brauche zwei Falltüren. Eine da. Okay, genau genommen brauche ich sogar vier Falltüren. Sechs Falltüren. Ja, wenn ich die erzählen kann, ist klar ein Vorteil, da war ja was. So, ich habe gesagt, ich brauche sechs. Jetzt habe ich sieben. Ja. Was soll ich denn mit sieben anfangen? Ach, jedes Mal, dass ich auf diese Scheißtreppen laufe. So, für den Vorhang. Für den Vorhang. Ja, und da drunter. Und hier natürlich auch. Moment, jetzt habe ich hier natürlich keine Leitern dran, ne? Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Die Leitern habe ich ja völlig vergessen. Ach, ich will das aber nicht. Die Betten in die andere Richtung setzen. Ja, da habe ich gerade ein echt ein sehr großes Problem mit, weil man einfach. Das ist dann falsch rum. Mit dem Gesicht oder mit dem Kopf niemals zum Eingang schlafen. Das geht nicht. Dann schläft man schlecht. Na komm, gib mal das andere Bett her und dann. Ach, dann passt das hier ja auch wieder nicht mehr. Ach Mann, das ist doch echt nervig. Gut, das Bett hier unten kann man da trotzdem so lassen, das ist egal. Aber wie machen wir das jetzt hier oben mit der Leiter? Da hätte ich echt mal früher dran denken sollen, ich Trottel. Das ist schon ein bisschen nervig jetzt. Einmal weg mit dem Ding. Dann den einmal hergenommen. Na komm, jetzt drauf das Ding. Hallo da drauf. Auf die Falltür, danke. Dann ziehen wir die einen Block rein. Dass die dann letztendlich da drauf liegt. Ach, nicht hoch. Hier unten. Dankeschön. Da soll da hier eine Falltür hin. So. Dann schnappen wir uns wieder die Falltür. Klemmen die da wieder ran. So, und dann setzen wir da die Leiter ran. Einmal das Vorhang. Das Vorhang vor allem. Naja, wobei das sinnvoller ist, wenn wir das Bett dann doch einmal verschieben. Das ist, glaube ich, besser, wenn das Gesicht hinter dem Vorhang verschwindet. Und tatsächlich ist es mit dem Eingang nur so schlimm hier auf dieser Seite. Oder hier an dieser Stelle. Da unten ist wieder gar kein Problem. Oder nicht so groß das Problem. Okay, ja, dann die Leitern einmal. Das heißt, dass das Ding erstmal weg muss, weil wir da jetzt gleich eine Leiter hinsetzen müssen. Drei Leitern pro Seite. Ja, machen wir sechs Leitern draus. Dankeschön. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Zack. Ach Mann, ich nehme gleich die Treppe da weg, dass ich nicht ständig da hochstiefel. Das ist echt nervig. So. Ja, wunderbar. Klar, man könnte sich überlegen, ob man sich noch zwei Banner da hinsetzt. Dann sind die Betten ganz geschlossen. Kann man machen. Man kann sich aber auch einfach vorstellen, dass der Vorhang einfach breit genug wäre. So, Punkt. Okay. Ja, dann haben wir jetzt hier in diesem Bereich aber tatsächlich gar keinen Platz für den Schrank. Sprach er und baute genau hier einen Schrank hin. Ganz genau. Fertig. Dann hätten wir da einen Schrank. Das ist ja wunderbar. Ich meine, klar, da können wir jetzt natürlich noch die Falltüren draufsetzen. Und dann da noch ein bisschen Laub drauf tun. Ich frage für einen Freund. So, Kiste und Fass fehlen jetzt auf jeden Fall noch drin. So, erstmal ein bisschen von dem Kram wieder, Dankeschön. Dann brauchen wir ein paar Stufus. Und eine Kistus.
So, dann hätte ich ganz gerne ein Fass. Komm, einmal rein da. So. Dann setzen wir da ein Fass hin und dann wieder eine Kiste wieder drauf. Und dann kann man da wieder einen Rüstungsständer reinsammeln. Das ist doch schön. Ja, tatsächlich geht das gerade relativ fix mit diesem Stockwerk zumindest. Okay, oben haben wir auch schon die Betten stehen, also eigentlich sind wir gerade ganz gut bei der Sache, würde ich mal behaupten. Ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster und behaupte, dass wir das Torhaus heute auch noch anfangen können. Aber wie gesagt, das ist immer sehr weit aus dem Fenster gelehnt, vor allem weil ich jetzt gerade vergessen habe, was ich suche. Ach genau. Ich wollte Rüstungsständer mitnehmen. Ein. Und ein paar Bücherregale. Und eine Laterne. Wenn wir schon mal dabei sind. Und dann kann man hier auch noch gleich ein bisschen von dem Kram mitnehmen. Und ein bisschen von diesem Zeug. Und ein paar Stielchen. Und die Dinger. Und die Dinger. Ja. Ich habe hier Samen drin. Warum habe ich denn die Kürbisbohnen? Ja, das ist richtig geil. Warum habe ich denn die Kakaobohnen nicht mit auch noch hier runter, nicht auch noch mit hier runtergebracht? Nom. Okay. Die Böhnchen, damit Reinchen. Komm, rein da. Gut. Dann haben wir jetzt wieder ein bisschen. Ach ja, immer dieses Hin- und Hergerennen. Es tut mir leid. Aber ich würde ganz gerne den glatten Stein nochmal mitnehmen. Für weitere Rüstungsständer. Und vielleicht noch ein paar Eisennuggets. Ach ja. Ich war hin und her gerannt. So. Machen wir ein Eisen-Dingsbums draus. Ein Eisen-Ingot. Ein Eisen-Barren. Das sollte schon reichen. Laub haben wir da. Wir haben Material für Laternen da. Tatsächlich muss ich jetzt gerade immer wieder gucken, ob hier irgendwo irgendwelche Villager stehen, ne? Pillager, nicht Villager. Ach, ihr wisst schon, was ich meine. Diese blauköpfigen Bösewichter. Okay. Ja, da würde ich dann wieder so reinstellen. Gut. Aber tatsächlich, wenn ich da jetzt wieder irgendwas wieder einen Block draufsetzen will. Ein Laubblock zum Bleistift. Ach, wir müssen wieder zurück. Ich habe den Hebel vergessen und den Kolben. Ihr braucht nicht zu sagen, dass es total unnötig ist. Dieser ständige Hin- und Hergelaufe. Das weiß ich selbst. Oh Mann. Da würde ich dann einfach eine Falte draufklemmen. So. Und da hätte ich ganz gerne einen Laubblock, aber wir brauchen dann trotzdem noch einen Deckel dafür. Oder wir machen das einfach so, dass ich das Ding da hinsetze und dann da einfach einen Laubblock draufklebe. So. Ja, aber dann vielleicht nicht unbedingt den, sondern lieber einen mit Laub, mit Blythus. Wo haben wir den denn da mit den? So. Okay. Kann man, denke ich, mal so lassen. Fein, fein, fein. Wir haben jetzt noch eine Laterne dabei. Die können wir uns auch noch gleich irgendwo hinhängen. Vielleicht hier. Ja, ist eigentlich ein guter Platz. Da oben haben wir den Schrank. Dann könnte man sich hier vielleicht noch ein kleines Tischchen hinstellen. Ich weiß, habe ich bei den anderen da hinten noch nicht gemacht. Ich benutze die Gerüstblöcke einfach viel zu wenig. Ich weiß auch nicht warum. Wahrscheinlich, die sind irgendwie nach wie vor noch nicht so richtig bei mir angekommen. Ja, genau. Dann hätte ich jetzt ganz gerne auf dem Ding eine kleine Pflanze. Nee, da hätte ich ganz gerne Kerzen drauf und da hätte ich eine größere Pflanze hingestellt, glaube ich, ja. Natürlich habe ich jetzt das Kerzenmaterial nicht dabei. Das ist ein bisschen schade. Naja, kommt noch.
Hier eine grande Pflanze. Mit blühendem Laub. Und einem schönen Stiel. Okay, und jetzt könnte man genau da ein paar Kerzen draufsetzen. Und hier bräuchten wir dann theoretisch nochmal irgendwie so eine Art Tisch oder sowas, an dem man dann sitzen kann. Wäre, denke ich mal, nicht schlecht. Ich meine, die anderen Stockwerke haben auch immer einen Tisch gehabt. Beziehungsweise nicht die anderen Stockwerke, sondern die anderen. Das andere Türmchen, genau. Das sieht komisch aus. Mach's mal wieder weg. Dann lieber so. Nee, eigentlich auch nicht. Wisst ihr was? Der Block hier hinten wird ganz. So, und dann setzen wir da mal eine Stufe drauf. Das war genau die hier. Zack. Dann haben wir einen kleinen Tisch, an dem man noch sitzen kann. Ist wirklich bloß ein kleiner, ich weiß, aber das reicht eigentlich auch aus. Mal eine Runde schlafen und dann holen wir uns nochmal drei Kerzen. Ich hoffe, dass ich das Feuerzeug noch auf Tasche habe. Nochmal was trinken bei der Gelegenheit. Wollen wir uns noch was auf den Tisch draufstellen? Oder geht das so? Ich meine, hier haben wir schon eine große Blume. Da oben haben wir ein bisschen Laub. Na, wir haben hier in diesem Stockwerk noch keinen Blumentopf, ne? Also keinen kleinen Blumentopf. Ja, die könnte man vielleicht da hinstellen, so ein kleines Töpfchen. Ne, ein Töpfchen ist hoffentlich nicht. Das brauchen wir jetzt gerade nicht. Genau. Da einen kleinen Topf mit einem Farn meinetwegen drin. Da nochmal die drei Laternen. Drei Laternen, yep. Die drei Füchse. Eins, zwei. Und du da hinten auch nochmal, bitteschön. Fein. Also drei Kerzen und drei Kerzen. Vielleicht sollte ich auch gleich ein bisschen Material für genug Kerzen mitnehmen. Ich brauche für das obere Stockwerk auch noch welche. Und noch ein paar Pflanzen. Beziehungsweise die Pflanzen habe ich ja da. Aber ich habe keinen Farn mitgenommen. Egal. So, Bienen. Seid ihr da? Macht ihr eure Arbeit? Das ist fein. Ich werde schön fleißig. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oh, das sollte reichen. Mehr brauche ich da sowieso nicht. Was sagen eigentlich die Scheren? Die ist noch gut. Die auch. Die auch. Die auch. Ja, dann werden sie alle noch gut sein. Wunderbar. Ich muss bloß darauf achten, dass ich dann. Egal. Dass ich die immer schön aufgefüllt kriege. Nicht, dass ich die wieder resetten muss. Das ist ein bisschen ärgerlich. Fäden. Wie viele sind das? So, jetzt haben wir genug. Gleich mal direkt ein paar Kerzen gemacht. Wunderbar, Feuerzeug. Haben wir gerade nicht da. Mal mitnehmen. Nehmen wir das so lange? Gut. Ja, sehr fein. Dann ist das Stockwerk jetzt, denke ich mal, gleich abgehakt. Warum habe ich eigentlich die Tür aufgelassen? Mann, 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 da kann ja jeder rein. So viel zur Sicherheit hier, ne? Gut, hier erstmal die drei Kerzen. Einmal angezündet. Dann hier oben noch ein Setzling rein. Fein. Eigentlich muss aber die Fackel nochmal weg. Jetzt ist es zwar relativ dunkel hier. Aber das geht schon. Hier an diesem Balken würde ich keine Laternen dranhängen. Weil man hier dann einfach die Birne dabei stößt. Weil man auch wirklich hier. Okay, gut, man könnte natürlich die Laternen dann doch dahin hängen vielleicht. Dann kann man da so außen rum stiefeln und muss hier nicht unbedingt den Kopf dabei stoßen. Das geht schon, glaube ich. Oder? Ja, doch, doch, doch. Das reicht. Gut, dann machen wir hier oben mal weiter. Aber wie? Ja, hier hätte ich wirklich ganz gerne einen Schrank.
Aber was für einen? Habe noch. Nee, haben wir nicht. Gut. Habe ich noch Schilder dabei? Nee, habe ich auch nicht. Ich habe echt gar nichts hier. Tatsächlich würde ich sogar sagen, wenn wir da einen Schrank hinsetzen, kann der oben als Abschluss ein paar Bücherregale haben. Ja, klar, warum nicht? Dann setzen wir da hier nochmal so eine schöne dicke Pflanze hin in die Ecke. Ja, das ist eine schöne dicke, aber wieder so eine kleine Kübelpflanze, genau. Oder, naja, ihr wisst schon, oh Mann, diese. Er rennt von einer Treppe auf die nächste. Oh, Hilfe. So, einmal das Ding und einmal den. So, man kennt es. Gut, da hätte ich ganz gerne einen Schrank drin. Ja, ich weiß, aber ich habe noch keine Türen gerade dabei, ne? Nee. Zwei Türen und dann könnte man da. Das ist jetzt ein ganzer Block. Das heißt, dass ich hier jetzt keine Truhe drunter setzen kann. Ja gut, wir können das auch einfach mal so machen. Dass wir. Erstmal die Treppen, die Türen da reinsetzen. Und dann überlegen wir, was wir da reinsetzen. Also klar, ein Rüstungsständer auf jeden Fall. Der kommt da gleich rein. Ne, einen brauchen wir davon bloß. Dankeschön. So, dann basteln wir uns mal eben zwei Rüstungsständer. So. Ach komm schon, das gibt es doch nicht. So, zwei Rüstungsständer, Dankeschön. Dann hätte ich ganz hier nochmal zwei Türen. Zack. Da hätten wir sie auch. Und wie schön sich dort die Taschen wieder füllen. Ne? Sagenhaft. So, da hätten wir wieder einen kleinen Schrank hier drin. Natürlich mit Rüstungsständer. Jetzt kann man sich natürlich überlegen, was man da an die Seite setzt. Ich meine, das geht doch als Schrank absolut klar, oder? Ja. Die Kerze, sag ich schon, die Fackel muss man sich da einfach wegdenken. Aber was setzen wir jetzt dahin? Ich meine, damit wir mal wieder eine etwas andere Endrichtung haben, kann man natürlich auch so ein Ding da hinsetzen. Und da dann meinetwegen einen Kopf draufsetzen. Das haben wir schon im Schrank gemacht, tatsächlich. In. Finde ich den Raum jetzt so ganz spontan? Ja. In diesem Raum da oben haben wir das, glaube ich, so gemacht. Oder was in diesem hier? Okay, war in diesem hier. So ungefähr kann man das ja auch machen. Aber vielleicht mit einem anderen Schädel. Mal gucken, von wem wir jetzt am meisten haben. Wenn wir nicht so viel Zeug in der Tasche hätten. Gut, aber ich kann den anderen Rüstungsständer jetzt eigentlich auch hier lassen. Den brauchen wir jetzt nicht. So, dann haben wir wieder ein bisschen Platz auf Tasche. Welchen nehmen wir dann? Vielleicht einen Piglinkopf. Oder nee, nur einen Kuhkopf. Ein Kopf einer Mumu-Kuh. Ja. Auch wenn das vermutlich etwas gewöhnungsbedürftig ist, wenn man den Schrank aufmacht und einem dann auf einmal so einen Kuhkopf anlacht. Aber hey, was soll's? Gut, also einmal einen Kuhkopf da oben rein in den Schrank. Zack. Okay. Dann hätte ich jetzt hier und da nochmal. Zwei, wie heißen die noch gleich? Schilder und dann nochmal ein drittes. Hey, perfekt. Man bastelt sich auch mal drei Schilder. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, komm, gib mir Schilder. So, einmal. So. Und dann noch ein Stock dazu. Dankeschön. Dann geht's gleich wieder hoch. Hoch hinaus. Da ein Fuß.
Und da. Zack. Ja, wunderbar. Und da kann man sich da wieder ein Gemälde hinhängen, genauso wie da. Gut, 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 gut. Hier vielleicht wieder so eine kleine Kübelpflanze. Oder machen wir da was anderes hin. Sowas vielleicht mit Ketten. Nein, das passt da nicht hin. Das ist zu viel. Ja, vielleicht wirklich so eine kleine Pflanze. Ich wusste doch, dass ich hier was liegen lassen habe. So. Genau, eine kleine Pflanze. Mal tauschen. Was setzen wir denn da für eine kleine Pflanze rein? Ja, vielleicht ein Maiglöckchen. Zack. Gut, was brauchen wir noch? Jetzt haben wir da zwei Pflanzen. Klar, Beleuchtung brauchen wir. Vielleicht irgendwie eine Möglichkeit zum Sitzen. Und vielleicht noch irgendwie irgendwas hier an der Wand. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Basteln wir uns erstmal was zum Sitzen. Na, beziehungsweise erstmal einen kleinen Tisch. Ja, ist tatsächlich jetzt aktuell der gleiche Tisch wie, wie beim. Wie auf der anderen Seite, ne? Aber hey, egal. So. Dann haben wir zwei Treppen da dran. Eine Treppe hier und eine Treppe hier. Dann haben wir auch einen Tisch. Da kann man da in die Ecke wieder irgendwie was Blumentöpfiges stellen und die Kerzen in die andere Seite. Vielleicht würde ich die Kerzen hier hinsetzen. 1, 2, 3. Und dann da vielleicht einen Blumentopf in die Mitte. Da kann man dann mal einen Birkensetzling reinhauen, nachdem man eine Runde geschlafen hat. Ja, wunderbar. Und natürlich auch was getrunken hat. einen Blumentopf wollte ich da einsetzen, genau. 1, 2, 3. Ach komm. Sehr fein. Und tatsächlich ist es auch gar nicht so schlecht, dass ich gerade noch das Regal da in der Hand habe. Ja, ihr habt es richtig gehört, das Regal. Das Regalbrett. Kerzen anzünden bitte. Habe ich die unten eigentlich angezündet? Ich frage für einen Freund. Ja, habe ich, gut. So. Natürlich kann man das Regalbrett auch einfach frei lassen und da nichts draufstellen. Ich finde es irgendwie ziemlich schade, dass man kein Geschirr oder sowas hier hat. Ich meine, klar, es gibt Holzschüsseln und sowas, ne, aber jetzt nicht zum richtig hinstellen. Dann würde ich dann nämlich irgendwelche Sachen draufstellen. Was ich allgemein irgendwie viel zu wenig Dekorationssachen zum richtig hinstellen. Ich meine, klar, im nächsten Update kommen dann die Amphoren dazu, wollte ich gerade sagen. Die werden mir auf jeden Fall auch ziemlich bei der Einrichtung helfen. Und euch vermutlich auch. Naja. Aber irgendwie hat Minecraft trotzdem noch ein bisschen wenig, oder? Wie seht ihr das? Könnt ihr ja gerne in die Kommentare schreiben. Genau. Da nochmal eine Falltür drunter. Da eine Pflanze rein. Und zwar einen. Naja, machen wir doch eher einen Setzling. So. Gut. Eine Falltür, zwei Gemälde und fertig ist das hier oben. Naja, genau. Und die Laterne. Also erstmal die Laterne rein. Zack. Fackel. Danke. Die Laterne würde ich jetzt vielleicht da hinsetzen. Ist das so in Ordnung mit der Laterne da an der Stelle? Ja, warum nicht? Gut. Also eine Falltür, die beiden Gemälde über den Betten und dann haben wir es fertig. Lass mal auf das Ding. Falltür habe ich gerade keine mehr hier, nee. Na komm, lass mir den anderen Kram. Ich wollte sagen, lass mir den anderen Kram hier, aber ich habe ja gerade gar keine Kiste da. Dann machen wir uns vielleicht eine.
Ich meine, ich könnte natürlich auch einfach eine von den anderen Kisten nehmen, die da drinnen liegen, aber... Arrivo. So, den Kram erstmal alles hier rein. Das wird dann später wieder mitgenommen. Irgendwann. Die Fackeln behalte ich erstmal. Jetzt habe ich wieder vergessen, was ich brauche. Eine Falltür, genau. Und zwei Gemälde waren das, richtig. So, das Material für die Falltür habe ich hier. So. Dann haben wir schon mal eine Falltür dabei. Genau, und zwei Gemälde, ne? 1, 2. Gut. Dann schnappen wir sie mal eben ein bisschen voll. Halt. Ich habe doch eine Schere dabei. Dann brauche ich gar nicht runter ins Lager rennen. Dann schere ich auch mal die beiden Schafe, die wir hier oben haben. Mit ein bisschen Glück haben wir nicht sogar ein bisschen zu viel Wolle. Oder es passt genau. Das wäre natürlich auch lustig. Okay, eine Wolle. Wow. 4. Naja, gut. Da könnte man sich überlegen, noch irgendwo zwei Bilder hinzuhängen, ne? Ich meine, das Torhaus. Da werden keine Bilder reinkommen, nein. Ich denke eher weniger. So, erstmal die beiden Bilder. Nein, Gemälde. Das sind keine Bilder. So. Ja, das Bild mag ich tatsächlich auch sehr gerne. Das musste wieder sein, ne? Hallo, was Ordentliches. Ja, kann man so lassen. Okay. Ja, dann ist dieser kleine Bereich und dann im Türmchen auch soweit eingerichtet. Wieder schön klein und fein. Ja, und dieser halt auch. Sehr gut. Moment, ist da oben jetzt wirklich alles fertig? Ja. Das war jetzt irgendwie wieder sehr unnötig. Komm mal weg. Danke. Gut, also nämlich jetzt wieder Kram, der erstmal damit rein kann. So. Ja, gut. Der Bereich ist fertig. Also einmal Türe zu. Die wird sowieso da rausfliegen, wenn wir den Boden hier austauschen. Ja, weil die Türen hier auf diesen Blöcken hier sitzen. Oh, Hilfe. So. Ja. Plötzlich machen wir uns ins Torhaus. Hätte ich echt nicht gedacht. Ging wirklich fix. Na toll. Ich habe mir jetzt natürlich im Vorfeld auch keine Gedanken gemacht, wie man das Torhaus einrichten kann, ne? Ach, wisst ihr was? Ich glaube, wir kümmern uns jetzt einfach mal um die Mauer. Nein. Das Torhaus wird heute gemacht. So. Oder jetzt gemacht. Hier könnte man eigentlich. Eigentlich kann man hier ein paar Kisten hinstellen, oder? So. Vielleicht. Naja, ein Fass vielleicht eher. Also ein paar Stufen. Ich habe die echt wieder alle aufgebraucht. Ah ja, stimmt ja. Das wäre ja alles soweit richtig. Wisst ihr was? Wir brauchen das hier einfach komplett auf. Danke. So, Material für Stufen. Beziehungsweise für Fässer. Fässer machen nämlich da in dem Ding jetzt auch mit am meisten Sinn. Also. Ja, vielleicht ein paar Truhen dazu. Nee. 1, 2, 3, 4. Wisst ihr was? Ich würde hier ganz gerne einen Kompost dahinstellen und da einfach Pfeile reinlegen, dass sie da so drinne stecken. Dass die Leute, die hier dann letztendlich rausschießen, gar nicht unbedingt einen Köcher am Mann haben, sondern dass sie dann einfach ein Fass oder, ja, gut. Ich würde dann den, ja doch, dass es dann ein Korb ist, wenn man so will, wo dann eben ganz viele kleine Pfeile drinne liegen. Das wäre doch eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Aber geht leider nicht. Das ist so schade. Also ich dachte, man würde hier mit Commands arbeiten, dann würde es natürlich funktionieren, aber die Möglichkeit habe ich hier nicht. So, vielleicht einfach so und einfach so. An der Stelle. Ja, warum nicht? Einmal Tür zumachen, damit man besser planen kann. So, hier muss natürlich auch noch rausgeschossen werden können, das heißt, hier muss der Platz noch frei bleiben. Hier drüben kann man wieder irgendwas hinzimmern. Ja, vielleicht. Doppel. Na, eher eine einzelne Truhe. Ja. Ja, komm. Und wenn man schon mal dabei ist, kann man es auch gleich gespiegelt auf die andere Seite setzen. Da, wo mich das Kaninchen ein bisschen belästigt, genau.
Genau, hier einmal das Fass so, dann einmal das Fass so und dann hier auf der anderen Seite die Truhe an der Stelle. Ja, kann ich. Es tut mir auch wirklich sehr leid, dass du noch alleine bist, ne? Aber es ist auch deine eigene Schuld, muss ich schon sagen. Beziehungsweise die Schuld von deinem Geschwisterchen. So. Ja, tatsächlich kann man sich sogar noch überlegen, ob wir hier dann na, vielleicht ein kleines Regal hinlegen. Da muss ja nicht unbedingt was drin sein. Na, wobei, vielleicht auch noch einen kleinen Blumentopf da rein. Kann ja nicht schaden. Blumentöpfe, ich und die Blumentöpfe, ja. Ach komm, noch mehr. So. Und bei der Gelegenheit noch ein paar Blumenmus-Töpfe. 1, 2, 3, 1, 2, 3 für beide Seiten dann wieder. Wow, was mache ich denn hier? Komm. Ja, vielleicht noch mehr Blumentöpfe, die aber nicht besetzt sind dann. Also noch zwei weitere. Dafür nehmen wir uns jetzt erstmal zwei Maiglöckchen für den. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Die da nicht besetzt sind. Und zwei. Okay. Mal gucken wir mal, ob wir es hinkriegen. Halbwegs vernünftig. Genau, ein Regal hätte ich hier ganz gerne. Können wir da einen Blumentopf hinsetzen mit einem Maiglöckchen? Mann. So. Das Regal sollte schon ein bisschen länger gemacht werden. Denke ich mal. Setzen wir es dahin. Wobei dann das Maiglöckchen doch eher an dieser Stelle sollte. Ja, ich denke, das kann man so lassen. Vor allem, wenn von da oben wieder laut. Ja, Aub. Hinkommt, genau. 1, 2, 4. Sehr gut, das merke ich mir. Davon brauchen wir einen da. Aber wie gesagt, da kommt keine Pflanze rein. Der bleibt so, wie er ist. Also einmal auf die Türseite, auf die Türseite, auf die Truhenseite. Ein Blumus von. Nee, Quatsch. Da kommt der Blumentopf hin. Hier kommt das Regalus hin. So. Tja, kann ich nicht hin. Du hast Glück. Du darfst gleich. Du wirst gleich befreit, tatsächlich. Morgen. Nicht jetzt. Erstmal gehe ich eine Runde schlafen und dann muss ich echt gucken, was ich mit dem Kaninchen mache. Damit das hier nicht als Frischfleisch für die Füchse endet. Hoppelhäschen. Wo bringen wir dich hin? Ich meine, ich kann dich auch notfalls erstmal hier unten dran setzen. Ist vielleicht gar nicht so schlecht. Kommst du erstmal in die Schatzkammer? Oder? Du bist ein richtig wertvolles Tier, ne? Vor allem, weil du auch gerade das letzte bist. Von den hier oben. Ja. Dann kommst du erstmal in den zukünftigen Kammerbereich. Schön aufpassen, da draußen sind Füchse. Ja? Komm. Komm, hopp. Ja, und die rasten wieder komplett aus. Das ist doch richtig geil. Pass auf. Nicht sterben. Ich weiß, dass du immer ziemliche Probleme hast mit so einen Höhen. Auch wenn es plus zwei Blöcke sind, aber kann ich ihn halt, ne? Die springen ja ganz gerne mal in den Tod. So. Einmal angeflockt. Dann gehe ich noch eine Runde schlafen. Oder ich gucke, ob ich schlafen muss. Oh Mann. Habt ihr euch wieder beruhigt? Fein. Okay, ich muss nicht schlafen. Na. Sehr gut. Gut, dann hatten wir hier in dem Bereich schon mal die erste Seite abgehakt. Hier noch nicht. Das machen wir jetzt. Gut. Aber es ist abgehakt. Also das Laub fehlt natürlich noch. Ne? An der Stelle so ein bisschen. Da würde ich sagen, dass wir da auch noch
Eine Falte draufsetzen. Über der Tür. Und hier auch nochmal. Dann könnte man vielleicht genau da Laub runtersetzen. Und da nochmal eine Kiste drauf tun. Also wirklich eine Kiste, eine Truhe. Huch. Bitteschön. Ach, der Schwierigkeitsgrad ist doch auch schwer. Irgendwie irritiert mich das gerade so ein bisschen, dass nichts kommt. So. Dann habe ich gesagt, ein bisschen Laub. Genau. Wunderbar. Ja, das ist natürlich auch wunderbar, wenn ich da rein stiefel. So, eine Truhe da oben, ein bisschen Laub hier unten. Okay. Dann ist der erste oder der vordere Abschnitt soweit schon mal in Anführungszeichen abgehakt. Da müssen natürlich noch irgendwie Fackeln oder Laternen rein halt. Hier drüben natürlich auch nochmal. Genau, da die Truhe, dann da wieder die beiden Blöcke, zack. Kann man, denke ich, mal so lassen, auch wenn das echt dermaßen unnötig ist hier. Ach ja, ach ja, ach ja. Fackeln oder Laterne? Ich frage für einen Freund. Ich meine, mit Fackeln haben wir tatsächlich jetzt aktuell sehr wenig nur ausgeleuchtet, ne? Ach Mann. Also richtige Ausleuchtung mit Fackeln haben wir, glaube ich, bloß unten im Keller. Ja, also hier schon, genau. Ja. Bloß hier. Ja, stimmt. Ich glaube nicht mal überall, ne? Hier ist nämlich wieder eine Laterne drin. Genau. Also wir sind da schon etwas unheimlich unterwegs. Aber schon mal hier sind. Wisst ihr noch? Und ich habe immer noch keinen Namen für den Axolotl. Habt ihr mir noch nicht in die Kommentare geschrieben? Das eine Axolotl, das wir jetzt aktuell hier haben, das heißt ja Lotti. Deswegen wäre es ja vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir einen männlichen Gegenpart dafür hätten. Dann haben wir ein Pärchen. Ein Axolotl-Pärchen. Und dann brauchen wir irgendwann auch mal einen kleinen Teich, wo wir die beiden unterbringen können. Und dann können die viele, viele kleine Axolotls machen. Ja, sehr schön. Ich glaube, dass ich da oben auch noch mal ganz gerne einen Blumentopf stehen hätte. Ohne Blume. Einfach nur einen Topf. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3. Dankeschön. 1, 2, 4, 6. Einen da. Und einen hier drüben. Und dann habe ich natürlich immer noch nicht geklärt, wie ich das jetzt mache mit der Beleuchtung hier. Ich würde sagen, das machen wir auch mit Hilfe von Laternen. Hokus pokus Laternus. Halt. Eisen habe ich drüben. Ja, ich brauche aber Cobblestone und Ketten. Wobei Ketten habe ich gerade sowieso keine. Cobblestone und ein Stock. Stöcke habe ich da, aber Cobblestone nicht. Da können wir nämlich eigentlich mal anfangen, die ersten Laternen von dem Haken runterzuhängen. Beziehungsweise an die Wand zu hängen. Das haben wir hier jetzt in... Oh, ich glaube, das haben wir in diesem Projekt noch gar nicht gemacht, oder? Ja gut, das ist eigentlich auch nicht so wichtig. Bisschen mehr von dem Kram mit. Genau, Ketten habe ich ja sowieso nicht, hatte ich ja entschieden. Gut. Dann hätten wir jetzt gleich auch schon mal die unteren... vorderen Bereiche von den Türmchen fertig. Gleich. Wenn ich das richtige Material da habe. Genau. Einmal das Zeug hier rein. Und einmal das Zeug da rein.
Ich wollte ja die Ketten machen. Und den Kram brauche ich noch. Zwei Hebel. Dankeschön. Und dann ein paar Ketten. Zwei, um genau zu sein. Ich bin nach wie vor ein Rätsel, warum die Dinger mir so teuer sein müssen. So, zwei Laternen. Oh. Meinetwegen auch vier Laternen. Ich habe gerade wohl irgendwie nicht drauf geachtet. Egal, ich brauche die sowieso. Passt schon. Und jetzt. Huch, da sollte eigentlich was anderes hin. Das war genau dieser hier. Dann eine Kette dran und eine Laterne da dran hängen. Auch wenn das irgendwie ziemlich tief ist, ne? Ja, komm, denn. Ach. Ein Stück nach oben, bitte. So besser. Ja. Kann man lassen. Auch wenn es da oben eben noch so ein kleines bisschen leer wirkt, oder? Vielleicht müssen wir da noch ein bisschen mit Laub aushelfen. So, ich denke mal. So ein kleines Laubblöckchen da oben rein. Ja, wobei der zweite war zu viel. Eins ist in Ordnung. Jetzt habe ich keine Schere dabei. Egal, wir haben genug davon. Nee. Nur das Laub ist erstmal besser. Ja. Fein. Ich will hier raus. Dann hängen wir hier auch nochmal eben ein Block Laub hin. Das war da oben in die Ecke. Dann hatten wir hier die Laterne. Mit der ich jetzt gleich wieder gehen kann. So, Laterno runter. Zack. Wunderbar, die Torch hier raus. Sehr fein, sehr fein, sehr fein. Okay. Dann haben wir den Bereich auch schon abgehakt. Das ist ja wunderbar. Ja, was so die Einrichtung betrifft, machen wir heute echt ziemlich gute Fortschritte. Das ist schön. Da muss ich mir dann echt überlegen, was wir in den nächsten Folgen machen hier. Wenn das so schnell vorangeht. Okay. Naja, aber tatsächlich die Idee mit dem Komposter finde ich nach wie vor toll. Ganz gut. Also ich würde hier jetzt schon einen Komposter, glaube ich, hinsetzen. Ja, warum nicht? Ein Komposter für jede Seite, bitte. Kompost, Kompost, Kompost. Also ein paar Stufen. Und noch ein paar. Und noch ein paar und noch ein paar. Dann basteln wir uns jetzt mal zwei Komposter. Dankeschön. Ist uns zwar ein bisschen ärgerlich, wenn hier irgendwelche Farmer dann rumlaufen. Tatsächlich sind hier in den Türmen Bogner angenehmer. So. Dann haben sie da einfach einen dicken, fetten Batzen an Pfeilen drin. Gerade hier in diesem Bereich, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Theoretisch hätte ich das hier auch machen müssen. Naja, ich meine, ich könnte ja auch das da wegnehmen und dann bauen wir da auch nochmal einen. Ja, doch, doch, doch. Ja, wobei, nee. Ich glaube, hier ist es gar nicht so wichtig. Das ist ja jetzt wirklich nur für allergrößten Notfall. Das passt doch schon. Vorne an der Front, beziehungsweise an der Angriffsseite. Das ist schon sinnvoller. So, man kann sowieso niemals genug Pfeile haben, wenn man angegriffen wird. Oder Bolzen, je nachdem, ob wir jetzt hier mit Armbrust oder mit Pfeil und Bogen verteidigen. Ah, so schön. Ein wunderbarer Morgen. Blick aufs Dorf, alles richtig schön neblig. Schön. Oh, ich gucke hier wirklich sehr gerne raus. genau, jetzt hätten wir hier die beiden Komposter, das ist ganz gut. Dann müssen wir uns hier natürlich überlegen, wie wir das hier mit der Beleuchtung machen. Ich meine, ich kann natürlich hier eine Laterne an diesen Pfeiler hängen.
Oder wir setzen da einfach eine Treppe dran, wo wir dann eine Laterne draufsetzen. Das geht natürlich auch. Ich glaube sogar, dass ich das jetzt sogar zuerst mache, bevor wir da irgendwas anderes einrichten. Erstmal. Moment. Habe ich da noch Treppen drin? Ja. Dann brauche ich die jetzt nicht schustern. Gut. Und zwei Laternen habe ich doch auch noch da. Sehr fein. Sehr gut. Also eine Laterne. Na, ich setze mit der Laterne dann da drauf. Oder machen wir das lieber hier nach innen? Ich glaube tatsächlich, dass es hier nach innen mehr Sinn macht. Da kann ich hier wieder Pflanzen hinstellen. Ja gut, das ist vielleicht ein Grund mehr, die Laterne vielleicht doch eher da hinzustellen. Wobei, dann kann ich da Pflanzen hinsetzen, ne? Okay. Machen wir doch so. Gut, hier drüben natürlich auch nochmal. Wie habe ich das da gemacht? Auf der anderen Seite? Auf dieser Höhe, genau. Zack. Da kann die Fackel wieder weg. Sehr fein, sehr fein, sehr fein. Wir haben noch ein Fass. Was auch immer man in das Fass hier rein tut oder reingetan hat. Ich setze mich gleich dahin. Und auf der anderen Seite natürlich auch noch mal eins. Schön, wenn man das alles so wunderbar gleich aufbaut, ne? Naja, die einen finde ich toll. Wenn wir auch in der Einrichtung so eine Symmetrie drin haben, für andere ist es dann eher lästig. Ihr könnt mir ja gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das jetzt so in Ordnung findet oder ob ihr euch das stört, dass ich auch die Einrichtung hier gerade symmetrisch mache. Ich meine, klar, es ist ein bisschen einfallslos, wenn man es so möchte, ne? Was ziehen wir hier jetzt noch hin? Vielleicht eine Doppeltruhe. Eine Werkbank. Ja, klar, Werkbänke müssen da rein. Moment. Erstmal zwei Werkbänke. Und dann vielleicht trotzdem noch eine Truhe. Also eine einfache Truhe dann eben in beiden Fällen. Weil eine Werkbank hier drin zu haben, ist auch nicht so schlecht. Na, vielleicht eher da an der Stelle. Du kommst wieder mit. Danke. Ja, doch, kann man so lassen. Dann drüben auch nochmal. Wieder die Werkbank in die Ecke. Und die Truhe dazu. Sehr fein. Jetzt würde ich, glaube ich, noch ein paar Regalbretter hier dran setzen. Dahin. Einfach an die Wand so ein kleines Regal. Also im besten Fall natürlich drei. So. Ja, dann kann man da auch noch Sachen draufstellen. Okay. Dann nochmal. Zwei weitere für die andere Seite. So. Eins, zwei, drei. Fein, fein, fein. Ja. Und nochmal einen blühenden dazu. So. Das heißt aber, dass ich jetzt noch ein weiteres Falltürchen brauche. Ja, kriegen wir schon hin. So, eine weitere Falltür. Und was jetzt mal auf das Regalbrett drauf? Vielleicht wieder ein Blumentopf. So. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Ja, vielleicht wirklich ein Blumentopf. Und eine Truhe. Genau. Ich glaube, da hätte ich ganz gerne eine Truhe und einen Blumentopf drauf. Einen Blumentopf pro Seite. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dankeschön. Und die Truhe, die haben wir auch gleich dabei. Moment, was haben wir da noch drin? So.
Na, wisst ihr was? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ich habe zwei Blumentöpfe drauf. Aber nur eine davon ist bepflanzt. Genau. Gut. Dann hätte ich gleich hier nochmal zwei Kisten. Wunderbar. So, eine Kiste in die Mitte. Zwei Blumentöpfe rechts und links. Und dann würde ich sagen, dass da die Pflanze reinkommt. Jo. Also Pflanze Richtung Tür. Zack. Da der Blumentopf mit Pflanze. Wunderbar. Tatsächlich würde ich den unteren Bereich jetzt sogar schon so lassen, was die Einrichtung betrifft. Es ist zwar relativ wenig, in Anführungszeichen, aber wie gesagt, ihr müsst halt einmal dran denken, dass das hier bloß eine Verteidigungsanlage ist. In diesem Bereich. Ja. Weißt du, was ich gerade am Überlegen bin? Ob ich hier noch Falltüren dran setze? Also, so kopfüber hier. Dass man das Ding nochmal zumachen kann. Dann müsste ich dann natürlich da auch einen hinsetzen. Aber, nee, ich glaube, das wäre zu viel des Guten. Nee, 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 nee. Das ist so, glaube ich, schon ganz okay, wie wir es jetzt hier haben. Okay. Ja, dann würde ich sagen, machen wir erstmal einen kleinen Cut hier, beziehungsweise beenden die Folge erstmal an dieser Stelle. Wir haben, was haben wir geschafft? Wir haben das Türmchen da eingerichtet. Und wir haben das untere Stockwerk von dem, von dem Torhaus eigentlich auch schon komplett fertig. Ja, fehlte letztendlich noch diese kleine Plattform. Vielleicht. Weil viel kann man hier eh nicht machen. Also klar, Beleuchtung und sowas. Ne? Ja, und natürlich hier. Und hier. Ja, und wenn hier die Tür schon mal offen ist. Hier natürlich auch noch der Bereich. Und ganz oben. Also der Turm hat noch ein bisschen was zu bieten. Aber hey, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Wir sind eigentlich ganz gut dabei. Zumal das alles so klein und eng ist, da kann man nicht viel reinsetzen. Sehr schön. Ja gut, dann hoffe ich auf jeden Fall, dass euch die Folge gefallen hat. Euch gefällt hoffentlich auch die Einrichtung, sowohl von den unteren Stockwerken des Torhauses, als auch die Einrichtung hier in dem Türmchen. Und dann würde ich sagen, kümmern wir uns in der nächsten Folge vielleicht wieder weiter um den Trading-Bereich. Ja, sehr fein. Gut, dann recht herzlichen Dank fürs Zusehen und Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.